Das ist doch kein Ausbildung, das ist eine Bazooka. Ah! Ah! 3, 2, 1, los! Hässlich, dass ich wieder da sein darf bei dir, Bro. Das ist dein Kumpel, wie heißt du nochmal? Ich heiße Luke. Luke, herzlichen Glückwunsch zu Nix. Wir schieben das mal kurz hier beiseite. Und das da vorne schieben wir auch zur Seite. Denn wir testen heute das Drecksgerät. Das ist ein, ja Bro, ein AMG. Mercedes, ist es AMG? Bravo sogar. Bravo, ja. Yo, was ist das hier? Alter, ist das ein DB-Killer, der da drin ist? Ja, den können wir eigentlich direkt rausmachen. Das ist doch keine Ausbildung, das ist eine Bazooka, was ist das hier? Der Einkaufswagen ist stabil, ich sehe schon. Der ist nicht von Aldi, der ist von Edeka, Bro. Der ist von Netto. Ne? Ja, von Netto sogar. Nee, warte mal, wieso sogar? Netto war doch Dreck. Nee, nee, Leute, das ist von Edeka, ich merke das doch hier. Ich riech mal kurz. Kurz mal Riechtest. Da hat schon der ein oder andere Brief von euch drauf gefurzt. Ja, dann würde ich sagen, macht an das Ding, oder? Oder darf ich den anmachen? Ja. Einmal nach rechts. Ja. Und das war's. Halten. Weiter halten. Oh, wie der wackelt. Ah, Junge. Das soll ein bisschen Gas geben. Leute, das hört sich an wie mein Thermomix. Wir können den DB-Killer rausmachen, Bro. Heiß, er kann nicht. Kann ich? Ja, ich gebe dir einen Stock, warte. Hier hast du einen Stock. Hier, Bro. Der optimale Stock für dich. Hier. Da. Boah, hey, yo. Schön. Schön, ey, yo. Da ist er doch. Da ist er. Das Drecksding. Heia. Also, Real Talk, Leute. Kein Unterschied. Einsteigen ist interessant, weil ja. Du musst Lenkrad ab. Wey. Das habe ich das letzte Mal bei Koss gesehen, dem Drift-Profi. Hier musst du so drücken. Alter, noch professioneller geht's nicht. Willst du erstmal vormachen? Er macht vor. Meinst du, du könntest mir über den Fuß fahren? Bitte? Da sind Stahlkappen drin. Da sind, ja genau, doppelte Stahlkappen sogar. Das war geil. Süß. Das war's? Ach so, ja, ich wollte, ja, wie setze ich mich hier rein? So und so? Ach, hier, Juri hat sogar Löcher reingemacht. Oh shit, ich glaube, meine Beine sind zu fett. Geht nicht. Alter, ich komme hier nicht raus. Scheiße. Warte, 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 Bro. Das wird schon gehen, das wird schon. Wir werden das hier schaffen. Ich habe hier zwar gar keinen Platz, Bro. Ah, Alter, ich habe hier keinen Platz. Wenn irgendwas ist, hier kannst du ausmachen, den Schalter. Bitte. Okay, alles klar. Oh, hier muss ich die Füße hinmachen. Junge, Was fährt das Ding, Spitze? Ihr wisst sich. Warte, wir messen. GPS, Drecksmessung. Jo, Alter, die Jungs, Alter. Geil. Komm mal hierher gefahren. Das Ding hört sich richtig geil an. Ja, mach mal. Junge, wo ist denn jetzt hier analoger Tacho? Scheiße, Mann, eine scheiß Werbung. Junge, ich hab keinen Bock auf die Kacke, Alter. Komm, fahren wir. Gib du Gas, gib Gas. Alter! Woohoo! Alter, what the fuck, Alter! Alter, das Ding ist ja richtig unstabil. Oh, ich muss erstmal mich hier ein bisschen hier ausprobieren. Nein! Mitten in der Pampa stehen geblieben. Da kommt der nächste Gag. Alter, was ich euch noch nicht gesagt habe, das Teil ist einfach umgebaut. Das haben die Jungs umgebaut zum Elektromobil. Vorher Verbrenner und jetzt Elektro. Das ist so behindert. Das Ding ist mir ausgegangen, Bro. Was mache ich? Wieder Schlüssel? Einfach Schlüssel, ne? Ja, geil. Danke. Ja. Wo ist der andere Bre? Wo ist der andere Bre? Ja, yo, Bre! Ja, da war er, Da kommt der Keck. Ey, die Lenkung ist aber ziemlich direkt hier bei dem Gefährt. Ja. Die Lenkung ist sehr direkt hier. Man hat so das Gefühl, dass man jeden Moment umkippen würde. Ja. Das ist krank. Wollen wir mal so ein kleines Rennen machen? Bock. Ja, Bock ist da. Aber die Karre will nicht, Alter. Die Karre hat keinen Bock. Warte, ich versuche das selber immer. Warte. Wo ist der Elektrobre? Nicht, dass er sich hingeflaxt hat. So. Ich wende dir jetzt, aber kann dir gar nicht reden. Danke. Alter, Jungs, ihr müsst das Teil optimieren. Es funktioniert nicht richtig. Ich muss wiederkommen. Ja, nein. Auf dem Gas bleiben.
So, ein kleines schmackhaftes Rennen. Komm, komm, Brudi, komm! Ey, der wird mich sowas von abziehen. Das Ding geht so ab. Komm, 3, 2, 1, los! Alter! Junge, ich hab gar keine Chance! Ich hab das Gefühl, das Teil hier fällt gleich komplett auseinander. Ja! Und das ist geil! Das ist ein geiles... Oh, wo ist die Bremse? Wo ist die Bremse? Oh, Alter! Die Akkus! Die Akkus! Die Akkus! Die fallen gleich schon aus! Oh. Was passiert? Ehrlich jetzt? Ah, yo! Alter, was macht der da vorne? Staubwolke, ja! Boah, ich hab so Durst. Das hat mir den Rest gegeben. Ey, der hat seinen ganzen Motor hinten verloren. Akku-Packs, alle weg. Jawohl. Schön. Warte, Bro, ich kann das. Du hast mir das beigebracht hier. Das Ding ist krank. Mein Favorit ist aber trotzdem noch das Kart, Junge. Das Kart. Weißt du, was jetzt krass ist? Das konntest du mal im Video nicht. Du kannst jetzt hier driften. Oh. Oh. Mach du mir das vor. Ja, ja. Safe. Und ich versteck mich hier hinter dieser Wand. Kann man hier drauf? Ja, safe. So, ich guck von hier, Bro. Geil. Ich muss noch hin. Geisteskrank. Digga, erstmal eine Jackie gönnen. Hey Bro, wo ist eigentlich mein Handy? Hast du das eingesteckt? Kannst du auch mit dem Elektro-Ding ein bisschen driften? Ich geht das? Ich hab die Batterien verloren. Scheiße, komplett verloren. Boah, ich hab überall Sand im Mund. Ja. Danke. Bro, danke, du hast mein Handy gerettet. Ach so, und euer Instagram, Blutgruppe 1:50. Abchecken, Leute, die Bres bauen Karts, Einkaufswagen, die auch Karts sind und Elektro. Dreirad-Karts. Hier, der verliert auch ein bisschen Sprit hier, muss ich dir sagen. Sieht auf jeden Fall gesund aus. Egal. Warst du heute schon kacken? Ja. Ich war heute noch gar nicht. Ich brauche hier ein bisschen Vibration. Vielleicht kacke ich mir dann direkt in die Hose. Alter, mein Arsch passt hier nicht rein, Bro. Letztes Mal ging's auch. Letztes Mal ging's, oder? Ich bin fetter geworden. Eigentlich habe ich abgenommen. Ah. Ja, das ist hier ein komplettes Go-Kart-Feeling, Junge. Auf professionell angelehnt hier. Mit Gangschaltung, alles drum und dran. Funktioniert das noch? Ja, ne? Die LEDs gerade nicht. Die sind okay. Aber die würden auch funktionieren. Ja, mach an das Ding. Also hier. Mach an. Zack. Zack, boom. Bam. Drücken. Bisschen Gas geben. Das war's? Warte, ist der Gang schon drin? Ah ja. Nee. Der war zwei. Jetzt bist du jetzt der erste Gang. Und ich brauche ja nur den ersten, ja. Alter, Digga, kann ich das? Vergesst, wie man schaltet. Ich muss die Jungs hier nochmal fragen. Rückwärtsgang? Keine Ahnung, Digga. Ich schieb mich einfach da hinten. Da, wie geht der Rückwärtsgang ein? Peinlich. Junge, die gucken. Scheiße, warte mal. Alter, wie geht der scheiß Rückwärtsgang? Ah, Jungs, Hilfe! Da hinten. Okay, sag da hinten. Oh. Leerlauf? Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt hab ich's gecheckt. Oh ne, Junge, nein! Jungs, ich hab euch alles kaputt gemacht. Da geht doch. Nichts passiert, Jungs, nichts passiert. Ah, jetzt verstehe ich. Nach vorne. Erster Gang, neutral. Hey, yo. So, jetzt. Bro, jetzt. Aha! Alter, ist das schnell! Guten Morgen. Junge, wir haben einfach. Oh, Scheiße. Bin ich jetzt. Die Ganganzeige funktioniert halt nicht. Hey, ich bin immer noch im Rück. Jetzt. Ich war kurz verloren, Bro. Ganz kurz habe ich. Ja, das, ich dachte, ich habe die Kupplungen vermisst. Aber ich habe alles wieder vergessen, was in diesem Video passiert ist. Ich drifte noch einmal und dann würde ich sagen. Du kannst ja nochmal Fullspeed dann fahren, gell? Ja, komm, ich mach das. Ich muss das machen. So eine Möglichkeit bekommt man nicht jeden Tag. So, ich komm gleich, ja? So, Vollgas! Vollgas, die Möhre! Meine Augen!
hab dir die Augen gehackt. Alter, ich sehe nichts mehr. Vor ein paar Wochen fast Nase gebrochen und jetzt Augen kaputt. Junge, geil. Besser kannst du nicht laufen. Ah, Auto. Ah, so. Zweiter Gang. Ey, ich muss was trinken. Verdammt, oh, zum Glück ist das Auto jetzt nicht um die Kurve gekommen. Das ist schon schnell, das ist schon brutal, ja. Ich brauche was zu trinken, ich kann nicht mehr. Alter, erstmal mit dem Fettasch hier raus. Ja, Mann. Ich nehme die Pepsi ohne Zucker. Das ist gut. Auf diesen wunderbaren Tag, wunderdreckigen Tag, danke für nix. Aber ehrliche Meinung von mir, auch wenn es niemanden interessiert, das Ding hört sich viel, viel kranker an als das Teil. Obwohl dieses Teil einen viel, viel breiteren After hat und mega krank aussieht. Also ich habe gedacht, es wird explodieren, wenn es angeht. Vielleicht sollte man den Auspuff hier dran machen. Das können wir eigentlich mal ausprobieren. Das wäre krank. Der knallt schön. Das Ding würde ich gerne mal fahren, Bro. Das ist an, aber das fällt direkt die Batterien runter. Ja, kannst du machen. Dann könnten wir es noch probieren. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das im zweiten Part. Wir reparieren das Teil jetzt und dann machen wir Geschwindigkeitsrennen. Also Leute, zweiter Part kommt. Boah, der hat den Motor verloren. Den Tank, nee, nicht den Motor, den Tank. Bro, du fährst ohne Tank. Oh, scheiße, das tropft. Bro.